Herzlich willkommen bei unserem Podcast, bei der neuesten Auflage aus Martinsville rund um das Martinsville-Rennen. Meiner einer Alessandro, mit dabei ist natürlich auch Rob, unser gestriger fleißiger Tickerjunge, der ja die Tasten hat glühen lassen auf dem Short Track. Und ja, Rob, erzähl mal, wie war denn das Martinsville-Rennen für dich? Ja, also es ist auf jeden Fall passiert, sagen wir es mal so. Passiert auf der Strecke ist eigentlich nicht so viel, leider Gottes. Also ja, irgendwie ist so ein bisschen das eingetreten, was wir uns teilweise befürchtet haben, dass Martinsville immer noch genauso ist wie in letzter Zeit auch, dass ja, halt Überholen sehr, sehr schwierig ist. Werden wir nachher im Detail darauf eingehen, warum wir der Meinung sind oder was die Gründe dafür sein könnten, und wie man es vielleicht doch noch angehen kann. Aber ja, man muss schon sagen, ich kann jeden verstehen, der sagt, das war gestern kein besonders gutes Rennen, weil es wirklich über weite Bereiche leider wirklich nicht spannend war, weil man einfach nicht überholen konnte, bis auf ganz wenige Autos. Und dazu dürften alle Nicht-Hendrick Motorsports-Fans auch ein bisschen bedient gewesen sein davon, dass dieses 40. Firmenjubiläum ungefähr alle 2 Sekunden erwähnt wurde. Also ja, selbst als Sandwich-Sympathisant war es vielleicht ein bisschen viel, wie darauf eingegangen wurde, aber ja, war halt ein historischer Tag. Also ich meine, ist okay, aber ja, ansonsten, ich fand, man konnte es sich trotzdem anschauen, gerade wie ja, in der letzten Stage ab den Green Flag Pitstops wurde es dann doch nochmal ein bisschen interessanter. Und ja, da gab es natürlich auch eine Overtime. Aber ja, wie hast du es denn gesehen? Etwas, was ich gehofft habe, nicht zu sehen. Also ich bin da voll bei dir. Es war leider ein Martinsville-Rennen, was jetzt nicht typisch Martinsville war. Also es wurde zwar, wie gesagt, wir hatten das Thema ja auch schon in Richmond, es wurde viel Short-Track-Paket versprochen, beziehungsweise dass es mehr Action bringt. Wir hatten die Problematik schon in Phoenix, haben das da aber dort ein bisschen so abgetan, so ja, ob Phoenix jetzt wirklich noch ein Short-Track ist, sei dahingestellt. Aber Punkt ist halt, in Martinsville hat es wieder nicht so funktioniert. Wobei ich diesmal sage, dass es logischerweise weniger das Aero-Paket war, sondern mehr halt wieder Goodyear, die es wieder nicht auf die Reihe gekriegt haben, Reifen zu entwickeln, der wirklich abbaut. Also klar, wir haben Falloff gehabt bei den Zeiten und wir hatten dann auch Überholmanöver vereinzelt, aber es war halt wirklich leider so, dass. Ja, mehr Spannung hätte gut getan. Und ich sage mal so, ohne den Namecheck-Caution am Ende hätten wir auch mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit keine Overtime gehabt. Und du sagst eben, das 40-jährige Jubiläum, eine schöne Sache. 40 Jahre, das Rennen markiert das 40. Mal, dass Hendrick Motorsports das erste Cup-Rennen gewonnen hat, damals noch mit Jeff Bodine. Und einer war leider nicht dabei, und zwar Rick Hendrick, der hatte, glaube ich, eine Knieoperation oder musste sich davon erholen noch und durfte nicht mitkommen, und das ist halt ein bisschen, ja, ein bisschen bitter. Dafür hat Hendrick Motorsports Historisches geschaffen, und zwar zum ersten Mal hat ein Team, ein Rennstall in Martinsville ein 1-2-3-Finish hingelegt. Mit Byron Larson, Elliott ist es gelungen. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass mittlerweile jeder Woche ein neuer Rekord aufploppt. Und jo, ansonsten war Martinsville halt eine Sache, kann man so sehen mit. Ist halt passiert. So wie du es gesagt hast am Anfang, ist halt ein Rennen passiert mitten im Jahr, im Frühling. War jetzt nicht so, dass sich die Welt daran erinnern wird. So, Ja. das Einzige, was markiert, ist halt eben die 40 Jahre Hendrick. Erst das Ballen. Jetzt will natürlich einer sagen, so, Mesker hat das gescriptet, ja, dass es so passiert, Leute, das ist, vergesst das. Ich Vergesst das glaube, einfach, bitte. ich glaub, dazu muss man halt ein paar Dinge sagen. Und zwar einerseits ist es halt einfach so, dass Hendrick Motorsports traditionell sehr, sehr, sehr gut ist, eben auf dieser Strecke. Also da auch die meisten Siege und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass da sehr viel Wert drauf gelegt wurde auf dieses Rennen eben. Also ich glaube, da wurde sehr viel investiert, um das eben auch so zu schaffen. Ich meine, das hat ja schon an das Dover-Rennen vor 3 Jahren, glaube ich, erinnert, wo sie auch dieses historische 1-2-3-4-Ergebnis eingefahren haben. Und
Bowman war auch nicht weit davon entfernt. Ist ein bisschen hinter den anderen gewesen. Teilweise ja auch, sind sie als, auch als Gruppe unterwegs gewesen, aber am Ende ist Bowman, glaube ich, Achter geworden. Also ist ja auch kein schlechter Martinsville-Fahrer, muss man mal sagen. Hatte da auch ein paar Erfolge. Ja, aber ich denke, das Ergebnis geht schon in Ordnung. Ja, ich denke, denen war es halt einfach sehr viel wert, diesen Sieg dort zu holen. Ich meine, eine Tribüne war voll mit Hendrick-Aktiven und ehemaligen Mitarbeitern und deren Familien. Ja, es, das ganze Ding stand so klar im Zeichen davon. Also, ja. Ja, was waren das? Ich glaube, über 1000 oder Ich glaube, 1500 ja. Leute hat der Henrik alleine gebracht, ne? Ja, genau. Also das war Wahnsinn. Ich meine, du hast den Jeff Gordon auch gesehen, dass Byron gewonnen hat, beziehungsweise als dann halt das 1, 2, 3 Finish feststand, hast du Jeff Gordon im Interview noch gehört, wie emotional er geworden ist. Dass du halt, er hat es eh passend gesagt, das hättest du gar nicht scripten können. Natürlich gab es dann halt ein paar Amerikaner in den Kommentaren, in Social Media, die meinten, jo, der ist gerade das für die gedreht. Wie gesagt, Leute, vergesst das. Aber ja, es ist halt wirklich auch ein verdienter Sieg gewesen. Ich meine, Byron war einer der mit Hamlin zusammen, die sich gerade in Stage 2 dann hervorgetan haben, wirklich nach vorn fahren konnten. Also, du hast wirklich gesehen, dass das Auto das dazu entstanden ist. Ich meine, Larson von der Pole, ganz erste Stage angeführt, komplett. Ja, wie soll ich sagen, alles in Schach gehalten. Ich meine, Bubba Wallace noch mit sich gehabt, der, wie soll ich sagen, noch einigermaßen das Tempo gehen konnte. Aber ansonsten waren das wirklich eine Granatenvorstellung von beiden. Und ich meine, ein Chase Elliott am Ende, der dann auch noch Chancen auf den Sieg hatte, es dann nicht ganz geklappt hat. Aber das war halt, ja, wie soll ich sagen, man hat sich mit allen Fahrern gewappnet, wie du gesagt hast. Bowman ist dann Achter geworden noch. Ich finde, ganz bezeichnend für das Rennen war aber allerdings, und da komme ich oft zurück, das Thema Reifen. Und zwar, es war, da möchte ich kurz hinfliegen. Ich habe es nicht verstanden, wie Martinsville, ich sehe gerade im Stream, du hast irgendwas im OBS verpfuscht. Ah, passt. Ja, ist gut. Alles gut, okay. Jedenfalls. Ich verstehe es nicht, wie gut er wieder einen Reifen bringen konnte oder eine Mischung bringen konnte, die wieder nicht abgebaut hat. Klar gab es Falloff bei den Zeiten, aber du hast nie das Gefühl gehabt, dass jetzt dramatisch abbaut. Also jetzt bitte, ich will jetzt nicht, dass es ausartet wie ein Bristol, ja, wo dann beginnt die Karkassen der Reifen zu sehen, weil das war ein Fiasko. Aber ich meine, wenn Logano mit der linksseitigen Mischung 150 Runden fahren kann und dabei noch 84 Führungsrunden holt, ja, weiß ich jetzt nicht. Ja, wenn man nur zwei neue nimmt und dann so weit, so lang vorne sein kann, muss ich gut hier vielleicht anschauen. Ich meine, man hat den Reifen aus dem Herbst gebracht, bei anderen Temperaturen. Man muss aber gut hier zugute halten. Der Reifen hat trotzdem besser funktioniert als das, was es noch vor 2 Jahren waren, wenn du dich erinnerst, wie schlecht er vor 2 Jahren noch beisammen war mit dem Next-Gen-Auto. Man hat diesmal wenigstens verschiedene Linien gesehen. Also man hat gesehen, dass sich das im Laufe des Stints, hast du wirklich gesehen, okay, die Fahrer gehen immer mehr in die Mitte, quasi nicht am Randstein entlang in den Kurven, sondern wirklich in die Mittelspur. Aber das hat mir gefallen und mir hat ansonsten auch gefallen, dass es relativ respektabel zuging für einen Short Track. Also wir hatten halt keine Caution, die aufgrund eines Unfalls ausgerufen wurde. Also Bell hat zwei ausgelöst, gut, die zwei Stages und dann Nemechek am Ende. Aber Nemechek hat Bremsschaden, was es dann war. Und Bell halt die einmal Rad und einmal Dreher. Ja. Also es war wirklich, du hattest nicht diese Krachbaum-Schepper oder dieses irgendein Payback, so früh in der Saison gab es alles nicht. Noch keine Ja. Aggressivität beim Überholen, habe ich das Gefühl gehabt. Keine Bump'n'Runs so wirklich. Zwar gab es, aber Naja, nicht so ja, also wirklich es gab sie auf jeden Fall, aber es funktioniert halt einfach nicht. Also die Bump and Runs funktionieren mit dem Auto einfach nicht. Also da musst du schon so hart dem Vordermann hinten reinbolzen und selbst dann kannst du noch mit dem Runterschiften dich teilweise retten. Also, ja, es ist ganz schwierig. Das haben wir auch gesehen. Byron hat ja
falls du es gesehen hast, ganz kurz vor Schluss musste er Rosh Chastain überrunden. Und Chastain wollte sich nicht Ja. überrunden lassen. Und dann hat er den ja so hinten rein eine mitgegeben, nachdem er sich das irgendwie 3, 4, 5 Runden angeguckt hat, was er da macht. Und dann irgendwann gesagt hat, ich muss durch. Ja, aber wie du schon sagst, ich glaube, der Hauptgrund, warum es nicht funktioniert, ist halt, dass die Reifenmischung einfach zu hart ist. Ich glaube, die Reifenmischung und was ja auch alle sagen, wirklich jeder sagt, dass die müssen das Shiften wegmachen, die müssen irgendwas am Getriebe ändern oder man darf den fünften Gang nicht benutzen oder was weiß ich, irgendwas müssen sie da ändern, weil mit diesem Downshift in die Kurve rein kannst du nochmal so doll die Motorbremse auch nutzen. Du kannst nicht gemoved werden. Und die Autos sind halt auch so stabil auf dem Heck, nicht wie die Gen 6. Das ist halt im Endeffekt ein Sportscar und kein NASCAR, wie wir das halt in den letzten Generationen der Autos kannten. Muss man sich halt mit abfinden. Ich meine, ich finde trotzdem, dass man nicht sagen sollte, es ist alles schlecht, weil das ist es definitiv nicht. Wir haben mit dem Auto wirklich, also richtig, richtig coole Rennen, gerade auch in dieser Saison jetzt auf den anderen Strecken gehabt. Da kann man gar nichts sagen. Ja, aber ich sag mal, die Stimmen werden lauter. Man solle doch die Strecke unter Wasser setzen, absichtlich, und dann mit den Regenreifen fahren oder so, damit das wieder quasi altes Racing ist. Ja, nee, ich glaube, das müssen sie nicht machen, aber was auch schon viele vorgeschlagen haben, ist halt, die sollten einfach zu Goodyear gehen, denen sagen, hey, bringt einfach einen richtig weißen Reifen, wenn die Dinger platzen. Wir sagen, dass ihr da nicht die Schuld habt, sondern dass wir mit Absicht diese total weichen Reifen haben wollten. Und dann, ja, also ich sag mal, wenn da so ein Rennen wie Bristol bei rumkommt, ich glaube, das war vielleicht ein bisschen extrem, aber im Kern trotzdem deutlich attraktiver als alles, was wir in Martinsville in den letzten 3 Jahren gesehen haben. Auch wenn es besser geworden ist, aber es ist halt immer noch echt schlecht. Das ist das Ding. Und ich verstehe halt auch nicht, weil da sind so viele smarte Leute, aber dass wir in der dritten Saison in Folge bislang immer noch dabei sind, bei Martinsville ein bisschen Aero zu ändern, das bringt auf so einer Strecke einfach nicht so viel Unterschied. Sicherlich hat es ein bisschen was gemacht, aber halt minimal, und das ist wie so ein Tropfen aus dem heißen Stein. Ja. Ja, ich bin da ganz bei dir. Also ich sehe das halt wirklich in der Verantwortung von NASCAR. Was ich sagen wollte, ist, gestern noch mitbekommen, die sind teilweise, glaube ich, gar nicht in den fünften reingekommen. Also die haben den vierten drin gelassen und sind dann halt zwischen dritten und vierten hin und her gesprungen. Je nachdem, wo sie. Aber ja, das Prinzip ist das gleiche. Schau, dass du halt irgendeine Übersetzung hinkriegst, dass du dann nur noch in einem Gang fahren musst oder kannst, damit es sich rentiert. Ich weiß auch nicht mehr, was das sagen soll. Ich meine, ich glaube, wir haben das ja noch damit abgehakt, weil so spannend wurde es eigentlich nicht. Also es gab zwar Führungswechsel, ja, aber im Endeffekt, wie gesagt, die Overtime ist, glaube ich, das Spannendste an dem ganzen Rennen gewesen, die ausgelöst wurde ja durch Ja, Nemechek's aber Bremsschaden. selbst da musst du sagen, Byron ist sehr spät in der Restart-Zone losgefahren. Wahrscheinlich auch wegen letzter Woche, schätze ich mal. Elliott war die ganze Zeit daneben, hat sich da eigentlich, ich glaube, fast die komplette erste Runde auf der Outside-Lane gehalten, was ich ziemlich stark fand. Aber hat danach eben den Bump-and-Run versucht und der hat da schon ordentlich angeklopft. Und im Endeffekt hat Byron quasi die Uno-Reverse-Card rausgeholt. Weil es ist nichts mit Byrons Auto passiert, nur Elliott wurde langsamer und wurde dadurch noch von Larson geschlupft. Also, ja, das ist halt, was ich erwähnen würde, ist Denny Hamlin, weil der konnte tatsächlich Richtig. überholen, auch vorne. Ich meine, Byron ist auch durchs Feld gefahren, aber halt ein bisschen weiter hinten, wo vielleicht dann doch ein bisschen Autos waren, die nicht ganz so gut lagen. Aber ja, die beiden waren eigentlich im ganzen Rennen die einzigen, die überhaupt überholt haben. Blaney hat noch ein schönes Comeback hingelegt nach der, lass mich überlegen, ich glaube, der war ja einmal, zweimal in der Box da. Ist noch ordentlich nach vorne gekommen. Das hat man ehrlicherweise auch nicht viel von gesehen. Ich habe auch nicht verstanden, warum die im TV wirklich so viel an der Spitze mit der Kamera geklebt haben, in dem Wissen auch, dass da nichts passiert. Also, ich habe Gefühl, im Mittelfeld hat man irgendwie bei dem Rennen tatsächlich auch einiges verpasst, weil da muss ein bisschen was abgegangen sein. Aber ich habe das Gefühl, davon gefühlt nichts gesehen zu haben. Aber
naja. 40 Jahre Heimdeck. Fertig. Ja, ist so. Also, das ist die Antwort. Wahrscheinlich. Also, nee, aber ich bin ja bei dir. Aber Blaney war auch so einer der Stimmprotagonisten, wenn du so willst. Das war so einer, ja, fahren wir uns halt mal in schwarzer Lackierung still und heimlich nach vorne. Und dann sind wir plötzlich da. Und dann haben wir plötzlich dann, wenn es ganz blöd läuft, noch eine Chance, das Ding irgendwie ihren Stil im Klassischen hinzulegen. Ist dann halt nicht passiert, mal das Fünfte geworden, aber dennoch ein gutes Ergebnis für Blaney, tatsächlich. Ein solider Run, so wieder still und heimlich. Auf der anderen Seite hattest du dann aber auch, wie du gesagt hast, also man muss erwähnen, wir hatten 37. Starter zum Beispiel mit dabei. Das ist, glaube ich, den meisten Leuten durch die Finger gegangen, aber auch völlig verständlich, weil es war MBM Motorsports, die es wieder probiert haben, Acker, Power Source, wie die in der offiziellen Nennliste für das Rennen standen. Ja, mit David Starr hat man es probiert. Man ist in Runde 311 offiziell mit Lenkproblemen ausgefallen. Ja, man hätte auch auf die verzichten können. Es tut mir leid, aber das war jetzt kein Mehrwert für den Sport. Aber ja, man hat es halt probiert. War schön, dass sie dabei waren. Die waren einmal in Szene. Ich glaube, die Szene mit Byron Hamlin, als die beiden den Starr überrundet haben und die dann halt in Kurve 1, 2 ein bisschen hochgeschoben haben. Das war die einzige Szene der 66 im ganzen Rennen. Also im Qualifying hat man mehr von dem Auto gesehen als im Rennen. Ja, okay, Qualifying, ja. Aber da ist auch jeder für sich alleine, das kannst du nicht vergleichen. Aber ja. Ich finde tatsächlich eine Sache, auf die ich kurz eingehen wollen würde, weil es mir gerade einfällt, ist, was sagst du eigentlich zu dieser Rivalität oder von den Medien gerade möchte gern Rivalität zwischen Bubba Wallace und Kyle Larson. Wir hatten ja letztes Rennen diesen kleinen Zwischenfall, wo Bubba Larson gedreht hat. Wir erinnern uns natürlich auch noch an, war es auch letztes Jahr? Ich meine Texas, ne? War das doch, wo die sich richtig in die Quere gekommen sind? War das nicht 2022, wo Wallace den Larson abgeschossen hat in Vegas? Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall, ja. Hatten Vorgeschichte, ja. Ja, aber ich finde halt lustig und ich habe auch viele lustige Tweets gesehen, dass, ich weiß nicht, die Übertragung bei den Amis das sehr hoch gehypt hat, als wenn die jetzt die größten Rivalen wären und vor allem auch nach dem Qualifying, wo Larson Bubba Wallace um eine Tausendstel Sekunde geschlagen hat. Und Bubba dann mit so einem, mit einem zwinkernden Auge gesagt hat, ja, gerade der karmamäßig. Also ich weiß nicht, ich glaube, das ist absolut nur Spaß zwischen den beiden. Ich meine, gut, man kann natürlich sagen, Larson, bevor er zu Hendrick gekommen ist, wurde er mal suspendiert wegen so einer ziemlich unschönen Äußerung, die er gemacht hat. Aber ich glaube ehrlicherweise, wird gerade alles sehr aufgebauscht, weil wir in dem Rennen einfach nichts hatten, über was zu reden war, oder? Wie siehst du das? Ja, ich bin da voll bei dir. Also die Vorgeschichte eben, dass während der Corona-Zeit, erinnern wir uns alle dran, was Larson für eine Äußerung getätigt hat. Viele vergessen halt, dass Larson und Wallace sich danach ausgesprochen haben. Das wird immer vergessen, tatsächlich, und Wallace quasi die Entschuldigung von Larson oder Larsons Handeln, angenommen hat und verstanden hat, dass Larson sich daraufhin weiterentwickelt hat als Mensch. Und eben diese Geschichte mit Las Vegas, das war halt Emotionen, die übergekocht sind, ja. Ich glaube, da wenn ein anderer da in der Situation gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich genauso zu einer Situation gekommen mit dem Unfall. Und das halt in Richmond, die haben sich auch in Richmond dann sofort ausgesprochen. Also da gab es ja die Bilder, die gleich danach, wo Wallace gleich zu Larson gegangen ist und gesagt hat, hey, sorry, Mann, es tut mir voll leid, es war keine Absicht, ich wurde da los, konnte nichts mehr machen. Und Larson gesagt hat, ja, so frei übersetzt jetzt, das ist Racing. Also du hast da nie wirklich böses Blut gesehen in Richmond und ich denke auch nicht, dass da in Martinsville was war. Also es ist, wie du gesagt hast, das wird aufgebauscht und ja, das mit dem Qualifying, das war wirklich so, ach komm, alle nur nicht er jetzt in dieser Situation. Ich denke, Hamlin hatte halt keinen Bock, den Bad Guy gestern zu spielen, deswegen haben es die zwei, also am Sonntag zu spielen, deswegen haben es die zwei dann übernommen, für laut den Medien. Das ist halt, die verstehen sich die zwei fertig. Das ist halt, das wird halt wirklich nur in schlechterem Licht gerückt, damit du Klicks kriegst, für mich.
Sag ich dir ehrlich, wie es ist. Ja. Ansonsten, ja, Danny Hamlin mit der Entscheidung vom Overtime-Restart an die Box zu gehen, ja, wurde da ziemlich ausgetrickst von den anderen, weil da haben sie ordentlich Punkte weggeworfen, was man, glaube ich, in der Saison so noch fast nie über die Elf sagen konnte. Also jedenfalls nicht, dass das mir gerade bewusst ist. Also Spricht ich aber muss kurz auch, anhaken. ja. Danny Hamlin hat, Moment, ich muss das kurz abzählen, die sechstmeisten Punkte geholt. Er hat zum Beispiel mehr Punkte geholt als ein Ryan Blaney. Und Hamlin ist Elfter geworden, aber er hat aber durch die Stages trotzdem mehr Punkte geholt als ein Ryan Blaney auf 5 oder ein Tyler Reddick auf 7. So. Gut, Also es gibt Punkte, die Punkte hat man gemacht. das waren natürlich auch viele überrundet, ne? Und wenn da ein paar mehr in die Box gegangen sind, aber das Ding ist halt, selbst die neuen Reifen, oder sagen wir es mal andersrum, selbst die 150 Runden alten Reifen sind halt immer noch so gut gewesen, dass du da nicht nach vorne gekommen bist. Das ist halt wirklich, eigentlich wirklich lächerlich, muss man ganz ehrlich sagen. Nee, der Rat ist zu hart, den Gutjahr braucht er fertig. Ja, fand ich interessant und war irgendwie auch so ein Bild für sich, wie Hamlin da allein an die Box kommt, zumindest von den vorne, von den Nennenswerten, sag ich mal. Ja, ansonsten, wie du schon gesagt hast, ehrlicherweise glaube ich, gibt es das über das Rennen ansonsten nicht mehr allzu viel zu sagen. Dann lass uns doch mal ja, auf unsere Rechts- und Linksabbieger-Kategorie zu sprechen kommen. Wer hat dir besonders gut gefallen persönlich und wer vielleicht nicht so gut? Das Problem ist, ich kann mich nicht entscheiden. Ich habe halt drei Linksabbieger. Zum ersten, also mein erster Linksabbieger wäre Bubba Wallace, weil es das erste Top 5 seit Atlanta ist. Ryan Preece, der zum ersten Mal in dieser Saison in die Top 10 gefahren ist als Neunter. Und ein Chase Elliott. Ja, ich weiß. Der hat halt eine Chance auf den Sieg gehabt. Und das wäre halt wichtig für ihn auch moralisch gewesen, jetzt endlich mal einen Sieg einzufahren. Gerade weil er halt letztes Jahr keinen geholt hat. Aber ich kann mich nicht entscheiden, ich habe drei Fahrer. Es tut mir leid. Ja, ich glaube, das wäre halt für ihn, also ich habe mir halt aus mehrererlei Hinsicht den Sieg für Elliott sehr gewünscht, weil einerseits Byron hatte schon zwei in der Saison, also er ist quasi gerade nicht drauf angewiesen. Gut, das werden wir dann später in der Saison sehen. Elliott wäre es halt noch, aber vor allem, ja, glaube ich, wenn der erste Sieg für Elliott wieder da ist, dann glaube ich, könnte da auch so ein Knoten wieder platzen. Und gerade jetzt bei so einem besonderen Hendrick-Event, wo da diese 1500 Leute, die dann alle persönlich gratulieren wollen am besten und was weiß ich. Ich glaube, das hätte nochmal einen Schub gegeben. Ich meine, am Ende des Tages glaube ich nicht, dass er sich was vorwerfen konnte, weil nachdem er da in Führung war, hatte Byron auf einmal ein Raketenauto. Keine Ahnung, was der für ein Speed drauf hatte im Vergleich zu wirklich allen anderen. Da war nicht viel zu machen. Ich meine, man hat gesehen, er hat sich verteidigt, konnte auch ihn daneben halten, aber irgendwann war es einfach vorbei. Ich glaube, da kann man keinen Vorwurf machen, aber mir gefällt die Entwicklung von Chase Elliott sehr, sehr, sehr gut. Habe ich ja schon letzte Woche sogar schon gesagt, dass ich finde, in den letzten Rennen geht der Trend auf jeden Fall wieder dazu, dass man Chase Elliott wieder als realistischen Siegerkandidaten auf dem Zettel haben muss, einfach. Und der Sieg wird irgendwann kommen. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass er gestern kommt, wo ich auch auf ihn getippt habe, aber So hat meine Freundin den Siegertipp gewonnen, also naja, bleibt im Haushalt Jetzt dürfen wir sagen, die Freundin hat immer recht, ne? noch. Genau so sieht's Hat aus. immer recht. Nee, aber ich würde tatsächlich, glaube ich, als Linksabbieger trotzdem Hamlin sehen. Also am Ende natürlich gegambelt, aber in den ersten zwei Stages hat der mir gefallen. Also was der für Moves gemacht hat, hat das eigentlich über weite Teile in der Hand gehabt. Und ich glaube, wenn die nicht zu eine Runde oder zwei Runden zu spät an die Box gegangen wären, das war der fatale Fehler. Sonst hätten sie die Hendrick-Party tatsächlich ja, verderben können. Am Ende dann ja quasi ja, keine Ahnung, die Hail FedEx gemacht oder was, keine Ahnung, mit dem Reifenwechsel. Und wie Daniel auch sagt, leider kein Caution, Speed Cautions. Ja, mit sowas hätte er vielleicht nochmal eine Chance gehabt. Ich glaube, mit der einen Overtime war nicht mehr davon auszugehen, dass er da wirklich was reißt. Aber bis dahin würde ich sagen, war es sehr gut. Ansonsten, ja, Elliott und Byron. Also Byron ist in einem Form hoch. Das ist unglaublich. Also wirklich. Naja, aber wer hat dir denn nicht so gut gefallen gestern? Da habe ich wieder drauf einen Zettel.
Und zwar, ich beginne mal, ja, ich kann mich nicht entscheiden diesmal, weil diesmal war es wirklich auch drei Fahrer, die wirklich schlecht herausgestochen haben. Ich beginne mal mit Daniel Suarez. Und zwar, seit Atlanta kommt da irgendwie gar nichts. Also seit seinem Sieg in Atlanta fehlt ein Top-10-Ergebnis. Und der ist jetzt dreimal in Folge außerhalb der Top 20 ins Ziel gekommen. Ich weiß nicht. Also du kannst halt auch nicht argumentieren, dass das Material ist, weil das ist es halt nicht. Wenn du in Atlanta gewinnst, muss halt irgendwas schon dann stimmen im Auto, dass du überhaupt in der Position hast sein können. Deswegen, Dennis, war das ist ein Flop des Tages für mich gewesen. Obwohl ich da kurz noch einhaken würde. Und gerade die Rennen nach seinem Sieg fand ich eigentlich ganz gut, weil da haben sie ja tatsächlich auch mit dem Setup oder mit Strategien sich total aus dem Fenster gelehnt und verrückte Sachen gemacht. Ja, du hast recht, das ist ruhig um ihn geworden. Aber ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Ich meine, auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob du noch drauf eingehst, aber Roger Stain war gestern jetzt auch nicht mehr viel zu sehen von. Also, wie gesagt, er ist immer noch einer der hartesten Fahrer zu überrunden. Das hat Byron erfahren müssen, aber dann wurde er weggepantet und dann war gut. Ja, nee, den habe ich tatsächlich nicht im Zettel. Den zweiten, den ich im Zettel habe, war Austin Dillon als 34. Weil, also ich verstehe Richard Childress bei allem Respekt und aller Liebe nicht. Also erstens, du wechselst Keith Roden in eine andere Position über, sagst ihm aber dann, dass er zu Austin Hill die vier Teilzeitrennen machen soll und holst Justin Alexander als Crewchief zurück, der jetzt seinen dritten Stint quasi mit Austin Dillon hat. Also spätestens jetzt, ich weiß, Richard Childress hat viel erlebt und ich weiß, Richard Childress hat Meister gestellt. Aber spätestens jetzt muss sie auch im gehobenen Alter klar werden, dass mit Austin Dillon keine Zukunft da ist. Also mein Jahr ist Familie, aber ganz ehrlich, es tut mir leid, schmeißt den endlich raus, der kann es nicht. Fertig. Ja, er hat diesen Daytona 500-Sieg, weil er den Amy Roller rausgeräumt hat. Und ja, er hat den Coca-Cola 600-Sieg, aber das war auf dem Spritkrimi und nicht, weil er es erfahren hat, vernünftig. Er kann es einfach nicht. Es tut mir leid, Austin Dillon, mit dem hast du keine Zukunft. Man hätte, ich bleibe dabei, man hätte damals Austin Dillon entlassen sollen und Kyle Busch holen sollen. Dann hätte man mit Kyle Busch und Tyler Reddick zwei Fahrer gehabt, mit denen man auch mit beiden um die Meisterschaft fahren kann. Mit denen wirst du nicht Meister, mit dem kommst du glücklicherweise mit Round of 16 und das war's. So. Und Justin Alexander verstehe ich auch nicht, warum er sich das nochmal antut. Mit Austin, der weiß, da kommt nichts bei rum. Also entweder er ist im fetten Geldnöten oder er hat so viel Langeweile, dass er lieber zu Austin Dillon ins Auto geht, als zu Hause rumzusitzen. Also es tut mir leid, es ist vielleicht Rage mittlerweile, aber ich check's halt nicht. Ich check den Move nicht. Und der dritte, den ich am Zettel habe, ist Christopher Bell, weil der hatte gestern einfach einen Scheißtag. Es tut mir leid, der hat einfach einen Scheißtag. Es tut mir echt leid auch für die Pit Crew, die er hat. Eben rund um Darrell Edwards, Mike Hicks und so weiter und so fort. Es tut mir einfach leid, wir hatten einfach einen Scheißtag. Mund abwischen, weitermachen, nächste Woche wird besser. Also, ja, sorry für die kurze Rage gegen Austin Dillon, aber ich verstehe es halt einfach nicht mehr. Ich meine, du hast auf jeden Fall auch einen Punkt. Also, ich glaube, haben wir über die Monate und Ich Wochen, meine, wie wir das hier machen, schon öfter erwähnt. Aber ja. wenn ich sagen kann, der ist 31. in der Punktewertung. Hinter ihm ist Justin Haley und vor ihm Daniel Hemric. Der ist 31. Der ist einmal in der Saison in Las Vegas in die Top 20 gefahren. Sonst ist er außerhalb der Top 20. Jetzt machen wir das mal im Vergleich mit Kyle Busch. Pass auf, der ist 15. hat zwei Top 10s, drei Top 15, also insgesamt zusammengerechnet. Insgesamt vier Top 20. Gut, jetzt auch, nee, ich habe fünf Top 20, Entschuldigung, jetzt auch keine goldene Statistik, gebe ich zu, aber er ist halt 15 da in den Punkten. So, Ich das wollte ist gerade halt ein sagen, also Riesenunterschied, 15 zu 31. bei Busch finde ich, geht dieses Jahr auch nicht so viel, aber Busch ist halt immer noch ein Fahrer, der kann aus der schlechtesten Karre halt auch noch irgendwie ein Top 10 rausquetschen. Oder Das zumindest Top 20. meine ich. Das ist schon richtig. Aber ja, kommen wir mal zu meinem Rechtsabbieger, um hier weiter nach vorne zu kommen. Ich würde mich da fast so ein bisschen anschließen und zwar würde ich eigentlich tatsächlich mal. Hatten wir so in der Saison auch noch nicht Joe Gibbs Racing sagen, ausgenommen Denny Hamlin, weil gestern war das von den anderen drei absolut gar nichts. Also Truex, Gibbs und Bell, die sind da irgendwo im hinteren Mittelfeld rumgedümpelt, warum auch immer. Also Bubba Wallace und
Hamlin ja jetzt als Toyota-slash-Teamkollegen so souverän vorne mit dabei gegangen. Ich meine, ja, Bell sei mal dahingestellt, war halt einfach wirklich nicht sein Tag. Aber von Gibbs und Truex, da hast du gar nicht mitbekommen, dass die überhaupt da sind. Also, ich weiß nicht, die Gibbs-Autos waren sonst so geschlossen in der Front die komplette Saison über. Und das war ein bisschen merkwürdig. Ansonsten erwähnen würde ich noch, ist jetzt nicht unbedingt ein Rechtsabbieger, aber ich fand interessant, dass für das Rennen die Fords sehr hoch gehypt wurden, gerade aus Stuart Haas Racing. Zugegebenermaßen sah ja auch gerade auch im Training tatsächlich nicht schlecht aus, was sie da gemacht haben. Josh Berry auch richtig gut qualifiziert, aber im Rennen ging da echt nicht viel. Also ja, Ryan Preece, ja, hast gesagt, 10. Aber es war ein 10. Platz, der nie auch nur in der Nähe von Contention um wirklich, wirklich dicke Punkte oder Siege war. Also, ja, aber es waren 9. von Preece und 10. von Briscoe. Oder, aber ja, ich verstehe dann trotzdem, Punkt. Also ich bleibe dabei, dass Ford mit dem neuen Auto einen kleinen Fehlstart hingelegt hat. Sicher noch nicht katastrophal, die werden auch Autos in den Playoffs haben und wahrscheinlich gewinnt dann, naja, keine Ahnung, Austin Cindric die Meisterschaft, weil die anderen beiden Penske-Jungs haben es schon. Keine Ahnung. Aber was passiert in Phoenix, ne? Dann fahre ich nach Berlin zu dir. Na, ich dir. Aber ja, also ich finde, Ford ist auf jeden Fall nicht gut aus den Startlöchern gekommen mit dem neuen Auto, während Toyota halt komplett da ist, wenn nicht sogar noch stärker, als das davor waren. Also da hat man das Gefühl, die brauchten gar keine Zeit, um das neue Auto zu verstehen. Oder das Facelift-Auto, wie auch immer man es jetzt nennen möchte. Und ja, Stuart Haas ist wieder etwas mehr da, aber sie sind immer noch bei Weitem nicht das Top-Team. Also und sind immer noch klar unter Penske. Und sie müssen nach wie vor, auch wenn es jetzt besser geworden ist, müssen sie nach wie vor aufpassen, was halt zum Beispiel mit Front Row ist, die ja jetzt neuer Primary-Team von Ford sind, Aushängeschild, whatever, nennst du, wie du willst. Also, ja. Ja, also es gab ja auch bis Stuart Haas, also nochmal zur Ford-Thematik, ja, wenn du jetzt den Blaney auf Gesamtrang 5 in der Wertung wegnimmst, ist der beste Ford 13. Nur so, um mal Perspektive zu stellen, wo die eigentlich aktuell stehen, punktetechnisch. Aber ja, bei Stuart Haas, die sind so irgendwie dritte, vierte Kraft, mehr so vierte Kraft bei Ford, eben hinter den RFK, Penske und Front Row, je nachdem, wie es jetzt intern genau ist. Aber es ist halt so, dass sich unter der Woche wieder was getan hat tatsächlich an Gerüchten und Nachrichten, dass Stuart Haas Racing potenziellen Charter abgeben könnte. Das Gerücht, was sich eigentlich schon seit letztem Jahr Sommer, wenn wir uns erinnern, dass da Stuart Haas vielleicht einen Verkauf startet, der Charter, und zumindest vielleicht einen weggibt. Das ist halt auch zu beobachten, weil wenn das wirklich der Fall sein sollte, dass Stuart Haas sagt, ja, wir werden runterscalen auf 3, also wie gesagt, konjunktiv, falls, dann wird das halt interessant sein zu beobachten, wer sich diesen Charter abkauft. Und bei den Preisen, ich meine, Dale Jr. hat schon mal gesagt, Leute, für den Preis, den zahlen wir sicher nicht bei JR Motorsports, um in die Cup Series aufzusteigen. Ist halt interessant, ob das dann vielleicht an RFK fallen könnte, weil Keselowski geäußert hat, er würde ganz gerne in Zukunft ein drittes Vollzeitauto haben, oder er wäre sehr froh darüber, wenn es passieren würde. Und das ist halt auch das, was ich vermute, dass man ein drittes Auto früher oder später stellen wird, ein Vollzeitauto. Und das bleibt halt alles zu beobachten. Ich meine, es gibt ja noch diese Spekulation bei Stuart Haas, dass ja angeblich, so wird gerüchtemäßig, geht das rum, dass angeblich Honda interessiert sei, auch einzusteigen. Und dass Stuart Haas, wenn Honda kommen sollte, möglicherweise zu Honda gehen kann als neues Werksteam, wenn du so willst. Unter Anführungszeichen, aber das sind alles so wilde Gerüchte, da ist noch nichts irgendwo bestätigt, verfestigt, irgendwas, das sind nur Gerüchte, die im Internet rumfliegen, deswegen alles mit Vorsicht zu genießen, aber jo, mal schauen, ob sich irgendwo, also das Thema Stuart Haas wird halt sehr interessant, auch das ganze Jahr über, ich denke, das müssen wir beobachten, definitiv, egal ob sportlich oder was Charter-Situation anbelangt. Ja, also ich sag mal so, das mit dem neuen Manufacturer,
Das wäre eh was Langfristiges, das wird mindestens 2 Jahre Vorlauf brauchen. Also, das ist auf jeden Fall Definitiv, nichts ja. von jetzt auf gleich. Aber was du mit den Chartern ansprichst, ja, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass da einer auf den Markt geht. Und das Interessante ist halt wirklich, dass wir gerade so viele aufstrebende Teams haben, die hungrig sind auf den dritten Charter. Ich meine, ist ja nicht nur AFK, wir haben auch 2311, wo das auf jeden Fall ein Thema sein würde. Definitiv. Wir haben einen Trackhouse, die gerade ihren Fahrerkader sehr interessant aufgestellt haben, auch mit Connor Zilic, wer so ein bisschen die Truck Series und Nachwuchsprogramme verfolgt, was da so Ja, aber gerade bei dem wäre passiert. das viel zu früh. Der ist Ja, 17, das dauert noch noch ja. mindestens 4, 5 Jahre, glaube ich, noch, bis Noch wir den Cup wirklich sehen. auf jeden Fall, aber Ja. jetzt gerade haben sie ja ihre Fahrer bei Spire geparkt Klar. quasi. Das wird garantiert auch nicht ein Deal für die Ewigkeit sein, außer die wollen irgendwann fusionieren oder so ein Kram, was jetzt noch gar nicht absehbar ist. Aber ansonsten musst du dann ja auch schauen, wie entwickelt sich ein Hosevar, ein Zane Smith, was passiert mit den Jungs. Und also ich sag's mal so, sollte ein Charter auf den Markt kommen, wird der in 2 Sekunden weg sein. Und da ist auch die Summe, glaube ich, relativ egal, weil ja, ich denke, die Charterpreise werden wahrscheinlich eh, wie es jetzt schon ist, immer noch weiter nach oben gehen. Die Sache ist halt die, ich glaube nicht, dass es JRM wird. Ich glaube es wirklich nicht. Vor allem hättest du da noch das Problem, dass Rick Hendrick erstmal seine Anteile an JRM wahrscheinlich verkaufen müsste. Weil sonst wäre es quasi ein Schon. fünftes Auto, was nicht ging. Also da würde dann auch Geld weg sein. Ist zwar schade, aber ich glaube, wir haben mit AFK 2311 und vielleicht auch Trackhouse so interessierte Teams an einem Charter. Ich glaube, da würde das für einen JRM sehr, sehr schwierig. Ja, gut, das Thema ist halt, ich meine, dieses fünfte Auto, was du ansprichst, ja. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass 2311 möglicherweise Auto 5 von 6 von Joe Gibbs sind. Ja, gut. Aber also ganz independent glaube ich nicht, dass die sind bei 2311 von Joe Gibbs Racing. Also, ich sag mal so. Und selbst da, ich meine, du kannst nie ausschließen, dass Hamlin nicht irgendwann sagt, er hat Lust für sein eigenes Team zu fahren oder so. Hat er sogar, glaube ich, Also, konkret gemacht, echt, dass er sich ja. vorstellen könnte, mal für Also, 2311 zu fahren. da ist viel Bewegung drin, das macht es ja auch so spaßig. Ich meine, den Deal mit Spire, das hat auch keiner kommen sehen, dass sie da solche Summen auf den Tisch legen. Also, ja, und wer weiß wo. Ich jetzt mal ein bisschen in die Glaskugel geschaut. Jetzt entwickelt sich Rigware Racing mit Haley gerade wirklich in eine gute Richtung. Also natürlich versetzen die noch keine Berge, aber es geht tatsächlich voran mit der Partnerschaft mit AFK jetzt auch. Gebt ihm mal 1, 2 Jahre, wenn da ein Charter ist. Keine Ahnung, vielleicht wollen die auch mal aufstocken oder du weißt nicht, was passiert. Vielleicht sind die auf einmal ein Team, die in ein paar Jahren zumindest solide im Mittelfeld sind oder ja. Das wollte ich eben auch ansprechen. Also da Rick Ware Racing, wir hatten ja letztes Jahr uns geäußert, dass wir den Move von Justin Haley nicht verstanden haben. Mittlerweile sind wir, glaube ich, da kann ich fi fix sagen, wir sind an dem Punkt, wo wir sagen, das war Gold richtig wegzugehen, weil Colic Racing fliegt eigentlich in die Versenkung ab. Also das Ding hat so einen Granatenaufklatsch auf den Boden gemacht, das ist wahnsinnig. Und mit Rick Ware Racing hat sich Justin Haley, ich glaube auch perspektivisch gesehen, gefallen getan, weil, wenn du mal überlegst, Keselowski ist auch nicht mehr der Jüngste, der ist jetzt auch schon Ende 30, kommt auf die 40 zu, ich glaube, der ist 38, 39 um den Dreh rum. So, gibt ihn halt vielleicht noch, wo er sagt, okay, ich mache noch 3, 4 Jahre, und dann sage ich auch, ist vorbei für mich. Dann hast du immer noch einen Justin Haley, der jetzt 24 sowas ist, der dann auch noch unter 30 ist, den kannst du dann rüberholen zu RFK und dann mit dem halt locker noch ein schönes Jahrzehnt arbeiten. Also ich denke mal, Rick Ware Racing, wie du gesagt hast, das gibt dir noch ein Jahr oder zwei. Und ich würde halt schon sagen, aus ihrer Perspektive kann man sagen, dass die Berge versetzt haben, also intern. Weil wenn du dir ansiehst, wo die letztes Jahr rumgedümpelt sind und eben die Situation mit verlieren ihren Chart oder nicht aufgrund ihrer schlechten Punktesituation, die sie hatten, wo sie jetzt hingehen und sagen, okay, wir haben Justin Haley, der fährt regelmäßig in die Top 30. Also der hat jetzt gut Code, aber in Disqualifikation, sonst wäre er, glaube ich, auch irgendwo in den 20er, in Top 20 gelandet.
Aber ansonsten, ja, Richmond und Martinsville, die letzten zwei Rennen waren jetzt 30 oder schlechter, der Rest war halt alles innerhalb der 30, ne? Und das ist halt ein Riesensprung für die. Man darf das nicht vergessen, was die leisten und wie sehr RFK da unterstützt. Und ich meine, klar, Justin Haley ist die Nummer 1, der ist auch besser als der Cass Kruger, das muss man, glaube ich, auch so festhalten, dass der deutlich stärker ist und stärker unterwegs ist. Aber ich denke mal, dass man wirklich es schaffen kann, sich in den nächsten 2 Jahren in die Diskussion um die Top 25 zu bringen mit einem Auto. Also ich hab mir das mal durchgerechnet. Wenn der Justin Haley nicht disqualifiziert worden wäre in Kota, dann wäre jetzt halt um der Diskussion um die Top 25 in den Punkten. So, also da musst du halt schon sehen, was das für ein Sprung ist mit denen. Und wie gesagt, schaut auf die. Also das wird was mit denen. Und ich bin halt, ja, vielversprechend drauf. Gut, liegt auch vielleicht ein bisschen daran, weil JJ Yeley für die fährt. Ich bin trotzdem ein bisschen biased, was es anbelangt. Aber es liegt wirklich auf der Hand, dass da was gehen könnte mit RFK. Ich denke halt, Keselowski hat wirklich einen intelligenten Move gemacht und du hast es gesagt, mit Chartern auf dem Markt. Was ist jetzt mal mit dem Gedankenspiel, was ist, wenn Keselowski oder aufgrund der Zusammenarbeit der Allianz, die da herrscht, dass sie sagen, jo, wir übernehmen halt einen Charter von euch. Ihr geht auf ein, also RFK geht dann nur auf ein Team runter und RFK hat dann quasi gratis, wenn du so willst, einen dritten Charter. Klar, sie müssten offiziell dafür bezahlen, aber dann erhöhst du halt die Allianzgebühren und dann kriegst du es halt wieder rein, langfristig, so gesehen. Quasi Nullsummenspiel dann für die, wenn du so Ja. willst. Plus ein Fahrer dann wahrscheinlich noch dazu. Ja, also spannende Geschichten, aber ich hoffe mal, dass wir nächste Woche vielleicht auch die spannenden Geschichten wieder mehr auf der Strecke haben als neben der Strecke. Ja. Ja, muss ja auch mal sein, abwechselnd. Ja, wie gesagt, war jetzt nicht das Spannendste. Ich meine, ich glaube, es ist schon ein bisschen lustig, weil Texas ist das nächste Rennen. Ich glaube, Oh Mann. es gab lange nicht mehr den Fall, dass man, naja, Texas nach Martinsville hatte und man gesagt hat, Mensch, jetzt freue ich mich aber auf Texas endlich wieder in anderthalb Meiler. Aber ja, naja. Ja, wobei, ich habe immer gesagt, dass Texas einer meiner Lieblings-1-5er ist. Das Ding ist halt bei Texas, das stand in den letzten Jahren ja in der Kritik, ob das noch so ein wirkliches NASCAR-Wahl sein sollte. Ich meine, ich glaube, da groß war halt das, wenn du dich erinnerst, diese Verletzungswelle, oder Welle ist übertrieben, aber wo sich Bowman und LaJoie, glaube ich, im gleichen Rennen verletzt haben, wenn ich mich richtig erinnere, oder Cody Ware und Bowman irgendwie sowas im gleichen Rennen verletzt haben, und das war halt blöderweise in Texas, plus die Elliott-Abschlussgeschichte war, glaube ich, auch in Texas, oder was Charlotte, was immer. Glaube Und dann halt das mit dem All-Star-Race, wo Ryan Blaney das Window nicht runtergenommen hat, also das ist ja. viel, viel, viel passiert in den letzten 2 Jahren in Texas. Ja, wird halt back nach Texas und das ist dann auch das letzte Mal dieses Jahr. Also das war's dann mit Ja, Texas Trip. das Dann glaube ich Problem auch ist fertig. halt so ein bisschen Martinsville in größer, dass da halt auch Überholen sehr schwierig ist, dadurch, dass es eigentlich eine One-Lane-Track ist. Aber wir werden sehen. Ich meine, wirklich mit dem neuen Auto, finde ich, ist es so viel besser geworden, also als mit dem Gen 6. Da kann man sich auch ein Texas-Rennen eigentlich ganz gut anschauen. Aber ja, also schaltet da auf jeden Fall nächste Woche bzw. Ende der Woche wieder ein. Und ja, ich glaube, dann sind wir durch für heute. Oder hast du noch einen letzten Fakt? Du hast immer noch einen. Ja, ich habe noch einen. Okay. Byron und Hamlin haben die letzten 4 Rennen abwechselnd gewonnen. Ja. Jo, das war Wer noch ein Fakt des wird Tages. da wohl dieses Jahr einen tiefen Playoff-Run machen? Naja, wir wissen es nicht. Obwohl in den Punkten, glaube ich, Larsen jetzt vor Truex ist, ne? Aber ja, so Ja, interessant. Larson, Truex, Hamlin sind die Top 3. Naja. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es für heute auch wieder geschafft. Seid ihr entlassen, braucht jetzt nicht mehr über die Hendrick-Werbeveranstaltung nachdenken und ja, packt den Cowboy-Hut ein und dann sehen wir uns Und hier fahrstellt. nächste Woche wieder. Also bis dahin, ich sage danke, Alessandro. Bis nächste Woche. Dankeschön. Tschüss. Ciao, ciao.